Klick auf und herzlich willkommen, meine Lieben, zu The Mighty Quest for Epic Loot. Das ist es, hier sind wir mittendrin. Wir haben heute 10 Minuten Zeit für diesen tollen Finalbeitrag. Das Spiel, kurz zum Spiel, das ist von Ubisoft. Das letzte Jahr, nee, dieses Jahr ist, glaube ich, in der Open Beta gestartet. Im Februar gab es ein Reset. Und ja, Ganze ist von Ubisoft. Könnt ihr ein bisschen vergleichen? Also, ich vergleiche es zumindest so ein bisschen wie. Ist ein Mix aus Diablo und Dungeon Keeper. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Aufgabe in diesem Spiel ist ganz einfach. Ihr habt, ich gehe mal hier oben, ihr habt mehrere Charaktere. Ihr könnt hier mehrere Sachen spielen. Die vierte kostet, glaube ich, Geld. Gucken wir uns nachher gleich an. Und dann müsst ihr eure eigenen Schlösser bauen und die einnehmen. Gut. So viel dazu. Ich werde es euch ein bisschen zeigen. Ich habe mich jetzt hier gerade frisch eingeloggt. Und um einfach euch das so ein bisschen zu zeigen, hier oben sind unsere Mana-Punkte, Lebenspunkte, sage ich schon, Lebenspunkte und Gold. Das hier habt ihr normalerweise nicht, das sind eigentlich Diamanten, die gibt es einen Shop. Hierzu muss ich sagen, nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt gekauft oder so ähnlich, sondern ich habe dieses Spiel in einer Closed-Beta gespielt und habe da ein Paket gewonnen bei einem Gewinnspiel. Dementsprechend habe ich auch hier die Chantal. Das dürften die anderen, also die normalen Spieler, eigentlich nicht haben. Das ist so ein Haustier, so ein spezielles, deshalb hat man hier auch ein Krönchen. Es gibt auch gewisse Outfits, das zeige ich euch nachher aber alles mal. Das ist jetzt alles ein bisschen, will euch auch nicht erdrücken mit dieser Vielfalt. So, das ist jetzt zum Beispiel der Kampflog. Und der, wenn ihr euch einloggt, kriegt ihr erstmal Informationen. Man kann ja, andere Spieler können ja deine Burg angreifen. Und hier sieht man zum Beispiel, Verteidigung hat verloren. Wir haben gewonnen und haben 21 Kronen abkassiert. Und da könnten wir zum Beispiel auf Replay drücken. Und da könnten wir uns jetzt anschauen. Machen wir auch ganz kurz. Wir schauen uns das mal kurz an. Das ist jetzt nicht ich, sondern das sind andere Spieler. Wir können jetzt schauen, wie hat der andere Spieler gespielt. Ja? Das ist jetzt unser eigenes Schloss, wo er jetzt durch muss. Ich tue mal ein bisschen vorspulen. Können wir ja auch machen, so viel Zeit haben wir ja nicht. Und er muss jetzt quasi gegen unser eigenes Schloss kämpfen. Um einfach hier die Kronen von uns abzukassieren, um quasi das... Ja, ich hab nämlich das Schloss ein bisschen verwirrend gebaut. Werde ich auch gleich sehen. Ihr seht schon, er läuft verwirrend rum. Er muss ja das Schloss eine gewisse Zeit schaffen. Wenn er das nicht tut, kriegt er keine Punkte. Ne? Und ich glaube, er ist gestorben, ne? Ja, gibt noch ein paar Minuten. Da kommen wir nochmal auf 8. Ja, auf 8. Ich sag auf 8. Oh Gott, sie fix ab. Nein, es ist zu viel. Ja, jetzt. Ne? Und ja, so viel dazu. Und gleich müsste er sterben. Ne? Wenn er hat, glaub ich, man hat nur 4 Mana-Tränke pro Run, ne? Wenn die alle sind, ist vorbei. So, da ist ihn, und hier kann man auch einen Kommentar hinschreiben, wie er hat GG geschrieben. Hat er sich halt nochmal gerecht, ne? Glaube ich. Ne? Das ist der gleiche gewesen, ne? Wo steht denn der Name? Hier, lol. Verteidigung hat verloren. Wir können auch eine Revanche spielen im Endeffekt. Good Job. Hier haben wir gewonnen. Gegen den Flur, gegen den Dominik. Und hier oben sind die Kronen, die wir gewinnen können. Und weil die meisten Kronen habt, gibt es eine kleine Rangliste. Gut. So wie dazu, ich gehe mal kurz in unser Schloss rein, weil wir kennen auch unser, das ist jetzt unser Schloss. Sieht jetzt ein bisschen, hier kann man ein bisschen ranzoomen, ist ein bisschen groß, sieht es jetzt vielleicht aus. Hier können wir mehrere Räume hinzufügen. Wir haben jetzt hier unten nur Raumzähler 4 Stück. Das heißt, wir haben eine Eingangshalle, ja, Zombies, die haben wir alle selber gesetzt. Eigentlich hatte ich vor, das so ein bisschen zu zeigen. Ich muss mal gucken, dass man ab und zu... Das ist jetzt zum Beispiel ein Gestorbener, Ruhe im Frieden. Können wir uns jetzt zum Beispiel das Zeug einsammeln. Gab auch Bord. Hier hinten ist auch einer gestorben. Sehr interessant. Wusste ich gar nicht. So, das haben wir jetzt gebaut. Das sind unsere goldenen Lebensspender. Damit können wir hier oben einsacken. Oben sieht er schon, steigt so ein bisschen. Hier ist auch einer gestorben vom Tag. Gibt es auch immer Achievements, ne? Wenn ja jetzt zum Beispiel 10 Leute müssen deine Burg angreifen und so ähnlich. Hier hinten ist es das Hauptstück. Hier unten haben wir gewisse Sachen, die wir aufbauen können, um einfach hier vorne das zu verbessern. Sei es hier mehr Kreaturen ins Schloss reinzubringen und so weiter. Können wir mal kurz gucken. Das ist zum Beispiel das Schlossherz, das ist an unseren eigenen Level gebunden. Das heißt, wir müssen jetzt zum Beispiel erst Stufe 11 sein und dann können wir erst dieses Herz updaten im Endeffekt. Ne, ich habe auch jetzt ein bisschen gespielt, ein paar Stunden, die letzten Tage, damit euch nicht Level 1 zeigen. Das ist ja Quatsch, da seht ihr ja nichts richtig vom Spiel. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere eigene Burg verändern würden, müssten wir erstmal selber gegen die Burg spielen, damit die Zeit genommen werden kann und dann wiederum die anderen anders ausgedrückt, damit die Zeit genommen werden kann, um dann, dass die anderen gegen die Zeit ankämpfen können, so rum. Ne, das ist der ganze Spaß. So, hier hinten geht man jetzt zum Beispiel, geht man nicht. Hier hinten ist Ruhezähler schon, können wir nicht updaten. Können wir überhaupt was updaten? Hier hinten, Forschungslabor können wir updaten, das heißt nämlich, hier 2300 Gold, haben wir, nehmen wir mit. Ja, wollen wir wirklich tun.
Und jetzt können wir zum Beispiel auf Forschen drücken. Und hier sind die Kreaturen zum Beispiel, die wir jetzt auch hier schon drin haben. Und da können wir jetzt zum Beispiel mal, eins upgraden. Zum Beispiel das hier. Und derzeit, und das kriegt mehr Gesundheit, mehr Dings. Also die Monster werden auch an sich besser. Level 2, ne, und für unseren Schildmann. Ja, so viel dazu, so ein bisschen. Das haben wir auch hier. Ach, hier hinten, das leuchtet nochmal auf. Also nicht wundern. Ich habe hier oben auch zwei. Du bist in Untertan eingestiegen. Ach so, ich glaube, das ist Wettkampf irgendwie gewesen. Aber wie das zusammenhängt, kann ich euch auch gerade nicht so sagen. Hier oben sind unsere Helden. Ich habe mal kurz drauf gedrückt. Und es war früher so, dass bei diesem Packet, was ich gewonnen habe, musste, glaube ich, 50 Euro für dieses Packet bezahlen. Hast die Mark ja bekommen. Ich habe zum Glück das gewonnen. Brauchte ich dafür nichts zahlen. Und jetzt gibt es, glaube ich, hier noch die, Barbarin, würde ich fast gesagt. So, jetzt gehe ich mal auf Angriff, um euch den ganzen Schuss mal ein bisschen zu zeigen. So, das ist jetzt unser, das ist jetzt mein Magier. Hier sind die Fähigkeiten, man hat dann Talentbäume, schaltest halt je nach Stufe ein bisschen frei und kannst dann individuell, du hast halt wirklich nur die Spells, deshalb meinte ich ja so ein bisschen wie Diablo, ne? Und, kannst dich dann individuell zusammensetzen. Du hast nur maximal 4 Tränke. Hier ist das Inventar. Du kannst auch hier für, entweder für Diamanten oder halt für Geld, kannst du auch bessere Rüstung kaufen. Du kannst aber auch selber welche herstellen. Das ist ja ein bisschen neu, das gab es in der Closed Beta zum Beispiel nicht. Da kannst du hier aus gewöhnlichen herstellen und ja, so wie dazu. Hier beim Dings habe ich mir natürlich ein bisschen aufgewertet hier. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit zum Beispiel, das ist zum Beispiel mein Pet. Das sammelt Lebenspunkte ein. Ich hoffe, das kriegen wir noch zeitlich hin. Ich könnte auch einen Huhn nehmen, wenn ihr wollt. Aber ich mag lieber mal meine Schandbar. So, was wollte ich euch noch zeigen? Ich hatte doch ein geiles Outfit. Ein geiles Outfit, wenn ich es noch wüsste. Ah, hier könnte man zum Beispiel auch als Schneemann rumlaufen. So, Winteredition. Oder als Hühnchen, ne? Als feiges Hühnchen. Ich laufe aber gerne hier als diesen Prinz rum. So, so wie dazu, hier ist Haufen Zeug, könnten wir jetzt ausrüsten. Das zeigt doch immer an, ist es besser, ist es schlechter. Ist halt, leider gibt es ja nicht mehr Taschen jetzt. Und ich will auch jetzt einfach... Mal gucken, ich guck mal noch drauf, wir haben noch 3 Minuten. Weil es muss auch Uncut sein. Dann steht hier da zum Beispiel oben, das ist der Boss. Schwer. Und, ja gut, warum ist er jetzt schwer? Das ist eigentlich, ja, Stufe 4, wir sind schon Stufe 10. Wir gehen mal hier auf Regionkarte und gehen mal hier in die Stufe 10 bis 14. Ist ein bisschen regnerisch. Und dann gehen wir mal irgendein Schloss, was halbwegs noch in der Zeit ist. 2 Minuten. Das sind Spieler, andere Spieler, die werden dann am Tag geschützt, wenn sie einmal angegriffen wurden. Das Schloss ist 2 Stufen höher, das macht nichts. Da probieren wir trotzdem mal dran. Und wir versuchen das mal halbwegs jetzt zu lösen. Bei diesem Spiel, bei der einen Aufnahme ist auch meine Maus kaputt gegangen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, ich kann jetzt zum Beispiel auch so einen schönen Strahl machen. Ne? Na komm, weg. Wenn man meine Maus hört, ja, das ist halt so. So, hier, wenn wir draufstehen, ist natürlich nicht so schön. So, kommen wir ihn weg. So, hier hinten machen wir mal ein bisschen Bumm. Weil man muss halt auch ein bisschen taktisch vorgehen, ne? Es gibt halt manchmal, wie hinten, das sind Heiler. Entweder man kann auch unterschiedlich einstellen. Auch bei mir in der Burg kann ich unterschiedlich einstellen. Ich kann einmal Heiler haben. Ich kann einmal, was ist Heiler? Der eine kann heilen, er kann aber auch Zombies beirufen, ne? Das ist immer sehr unterschiedlich. Und unsere Aufgabe ist eigentlich hier das Schloss, hier jetzt nicht, aber eigentlich bei den anderen Spielern an einer gewissen Zeit zu schaffen, um in das Schlossherz zu kommen. Wie bei uns, wo das Herz war, da müssen wir hin, im Endeffekt. Weil wenn wir das schaffen, kriegen wir dann extra Bonus und kriegen dann halt die Krönchen vom Gegner. So, dann muss ich dann mit dem. Achso, das ist ja. Machen wir mal Schild aktiv. So, wollen wir nochmal gucken. Eine Minute. Ja, das ist leider. 10 Minuten ist für dieses Spiel eigentlich, um es komplett zu zeigen, sehr, sehr kurz. Und wir dürfen es auch nicht schneiden. Deshalb versuche ich hier gerade alles so ein bisschen reinzukriegen. Ihr habt jetzt gesehen, der, unser Pet tut quasi die Sachen aufsammeln. Ihr könnt quasi nicht mehr hinlaufen. Und ja, warum ich es eigentlich nicht mehr gespielt habe, ist eigentlich deshalb... Vielleicht schafft man das ja doch mal hier reinzukommen. Ich muss wieder bei Null anfangen. Es gab ja ein Reset in der, nach der Closed Beta und da war ich dann einfach die Mutter... Dings nehmen wir doch einen Heiltrank. War die Mutation ein bisschen zu Ende, ne? Sieg! Weil wenn du schon eine Weile gespielt hast und dann wieder bei neu anfangen musst, ist scheiße. So, jetzt sind wir hier runter, jetzt gehen wir mal hier raus. Da gibt es dann hier außen Abschluss. Dann hier plus 3% auf unseren Rang. Gibt es Gold, Lebenspunkte, XP, weil wir wollen ja aufsteigen Rang. Und dann kannst du hier unten noch bewerten. War jetzt sehr einfach, also mache ich ein Däumchen, gibt nochmal extra Gold. Drücken wir mal drauf. Gut, dann würde ich sagen, bedanke mich ganz recht herzlich und ja.
Euer Krümel, tschüss.